Ja, hier ist er wieder. Euer Bobelkart. Ich bin hier auf der Karte verstecktes Dorf unterwegs. Das Ganze ist ein Standardgefecht. Jede Seite hat zwei Artis und ich fahre meinen Jagdpanzer I-100. Und das ist ein Tier 10er Tank Destroyer, sprich Tier 10er Panzerjäger der Deutschen. Und er besteht hauptsächlich aus einer 17 cm Kanone, die macht 1000 Schaden durchaus oder ab und zu. Auch über 1000 ist absolut möglich mit ihr. 1100, knapp 1200 kommt immer wieder mal vor. Aber seid nicht traurig, wenn ihr nur mal 700 oder 800 Schaden mit ihr macht. Das gehört auch dazu. Wenn der Gegner einem nur einen hart gepanzerten Turm zeigt, wie eine IS-7 zum Beispiel, die hinter einer Anhöhe steht, nur mit dem Turm rüber guckt, dann kann man mit diesem Panzer auch sehr gut HE-Geschosse verwenden, sprich 17 cm HE. Die machen schon Kopfschmerzen beim Gegner und lassen ihn auch leicht zurückzucken oder zusammenzucken. Und wenn man ihm auch vielleicht mal eine Tausenderschelle gegeben hat mit einer panzerbrechenden Granate, dann merkt man eindeutig, dass die Leute durchaus, wenn sie einen Tausender an Damage kriegen, auch leicht innerlich zusammenzucken. Ein paar unerfahrene Spieler erschrecken sich regelrecht, wenn es dann richtig bei denen eingeschlagen hat. Tja, rechtsumfassend funktioniert nicht. Da sind zwei Mann zugange, die würden mich blockieren. Also linksrum. Waffenträger um die 100 kommt. 1122. Hätte ich gewusst, dass ich den da vor der Flinte kriege, hätte ich beim Start natürlich gleich AE-Geschosse durchgeladen, dann wäre das Thema für ihn gleich aus gewesen. Aber davon kann man doch nicht ausgehen, dass man gleich so ein Weichziel bekommt. Beim WT auf E100 schießt ihn immer auf seinen Turm, sag ich dann nur. Ja, ich bin offen. Das ist nicht so schön wegen der Arti, aber da zeigt mir doch der Jagdpanzer, sprich der Jagdtiger vielmehr, sein Popöchen, sprich sein Hintern. Und da drücken wir ihm natürlich unsere 17 cm Kanone rein. Und das hat ihn zum Platzen gebracht. Ja, zwei Treffer, 2085 Schaden. Also ihr seht schon, aua, 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 das Ganze. Oh, E5. Hau ab. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So, jetzt sind wir hier drei Mann, die drücken können. Komm, E5. Den kriegen wir da weggerockt. Drei Treffer, über 3000 Schaden, zwei Kills. Also ihr seht, Jagdpanzer E100 gut eingesetzt. Der ist schon hier, auch wenn er so lange im Spiel schon drin ist, weiterhin eine Macht. Wieso fahre ich den Jagdpanzer I-100? Ja, er wurde sich, obwohl ich ihn immer mal wieder schon gezeigt habe, ständig wieder neu gewünscht. Also, ich sage mal, sehr viele Leute haben ihn, spielen ihn und freuen sich oder wollen sich ihn freispielen und freuen sich, wenn sie da ein Video drüber sehen, in dem sie vielleicht noch die ein oder andere Erfahrung rausziehen können. So, frontal habe ich einen bekommen, der hat gerade geschossen. Suchen wir ein anderes Ziel. Nehmen wir doch den britischen Baby, sprich Kinderwerfer. Der zeigte uns sein Heck, also seinen Turm. Dem haben wir dann erstmal eine mitgegeben. Jetzt haben wir auch geladen. Oh, der ist weg. Egal.
Gas, 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 Gas. 11 zu 2, dann kriegen wir doch hier gerockt. Ja, an die Art werde ich nicht mehr rankommen. Schade. Ich hätte gerne einen dritten Kill. Wir haben ja jetzt aktuell diese Woche so ein Event, mach 3 Kills und du kriegst hier 750 Erfahrung zusätzlich. Ja, da ist es auch schon vorbei. 15 zu 2. Ihr seht, man kann mit diesem Fahrzeug nicht nur defensiv spielen und hinten stehen, man kann auch aggressiv spielen, wenn das Team mitzieht. So, kommen wir zur Auswertung. Das war Überlegenheitsabzeichen erster Klasse, dann ein Wirkungsfeuer, ein Schläger und Großkaliber. Tja, Besatzungserfahrung, Multiplikator mal 2. Wir haben hier so ein Event dieses Wochenende. 5 Schüsse abgegeben, 5 Treffer, 5388 Schaden gemacht mit 5 Treffern. Also 1000er ist immer mal drin. 5 Treffer erhalten, 2 haben Wirkung bei mir gezeigt, 3 haben nicht durchschlagen. Schaden abgewehrt durch Panzerung 1560. Ein Gegnerfahrzeug entdeckt, 5 beschädigt, 2 vernichtet. Schaden durch Spielerunterstützung 696. Und dank Premium habe ich hier einen Reingewinn von 52.068 Credits. Auch ohne einen Premium-Account hätte ich hier 28.850 Credits Reingewinn gehabt. Das Ganze war ein Doppelungsgefecht und so komme ich hier doch auf 2.886 Erfahrungspunkte. Hätte ich jetzt noch einen dritten Kill gemacht, hätte ich noch 750 Erfahrungspunkte mehr bekommen. Naja, man kann nicht alles haben. Aber was soll's. War eigentlich ein schönes. Ordentlich Damage, passte schon. Tja, Panzerung, Wandpanzerung frontal 200 mm, seitlich 120, im Heckbereich 150. Seitlich kann schon mal was abprallen. Ihr seht, da oben ist eine Schräge vorhanden. Und wenn ihr nicht 90 Grad zum Gegner steht, sondern noch ein bisschen schräg, dann prallt da aus Versehen schon mal was ab. Untere Wanne habe ich, glaube ich, gesagt, als Schwachstelle schon. Und oben diesen Funkturm ist auch eine Schwachstelle. Ansonsten ist das Ding doch recht hart gepanzert auf Entfernung. Hält es durchaus was aus. Ja, einmal rundherum gepäst, nichts Besonderes zu sehen. Man kann aber noch eins sagen, mit 30 km/h Höchstgeschwindigkeit, 20 Grad die Sekunde Wendegeschwindigkeit. Es ist nicht unbedingt ein Bewegungsmonster, er ist etwas schwerfällig, er ist auch etwas groß. Aber wenn man defensiv hinten steht, als CD arbeitet, macht er einen super Job. Und wenn das Team mitzieht, wie ihr gerade gesehen habt, dann kann man auch nach vorne und wirklich mit Tausendern Damage um sich hauen und dem Gegner beim Drücken, beim Durchstoßen, beim Vernichten des Gegners durchaus helfen. Aber das ist abhängig vom Team. Gut, ich glaube, das sind jetzt wichtige Sachen, ein paar informative Sachen mit bei gewesen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Vogelcut.